Wenn wir sagen, die Heimat von Wiener Philharmoniker ist der Musikverein in Wien, dann muss ich sagen, dass der Musikverein natürlich für den Klang des Orchesters eine sehr maßgebliche Rolle spielt. Wie jemand, ich glaube, irgendein berühmter Dirigent hat das einmal gesagt, dass jedes Orchester so klingt, wie es der Heimatsaal für das Orchester darstellt. Und da darf ich dieses Kompliment an den Suntory Hall weitergeben, dass ich glaube, dass wir hier auch unsere zweite Heimat haben und dadurch kann man diesen Vergleich mit unserer Wiener Heimat, dem Musikverein mit der Suntory Hall, durchaus herstellen. Für mich ist auch das ein wirklicher Schatz in meinem Leben als Orchestermusiker, dass ich wirklich bis Karajan, Bernstein zurück alle großen Dirigenten erleben durfte und auch hier in der Suntory Hall mit ihnen gemeinsam spielen konnte. Ich muss sagen, die Akustik ist, ich bin auf vielen Plätzen im Saal gesessen und ist überall gleich gut und angenehm und sehr, sehr digital, würde ich sagen. Also wie ein sehr deutliches Erlebnis, dass man nichts verschwimmt und alle Stimmen und alle Gruppen deutlich wahrnimmt. Und ich habe auch andere Orchester gehört als Zuhörer. Kann mich erinnern, mit also Bayerische Rundfunk, mit Jansons unter anderem, hat für mich genau den gleichen Eindruck gegeben, als wenn ich mein eigenes Orchester höre. Natürlich, ein Jubiläum von 30 Jahren hat schon einen besonderen Stellenwert. Vor allem muss man sagen, dass wenn man in die Suntory Hall kommt, ob das jetzt im Saal oder Backstage ist, das hat immer den gleichen Eindruck, immer die gleiche Atmosphäre. Und ich wünsche, dass das erhalten bleibt, dass man immer irgendwie dass auch die Kunst und die Kultur, die klassische Kunst, vor allem auch die wir als Wiener hier präsentieren können, noch viele, viele Jahre überlebt und weit hinaus auch, bis ich nicht mehr im Orchester sein werde. Aber ich habe meinen Sohn im Orchester und er wird noch viele, viele Jahre hier sein und viel Freude haben, hier zu spielen. Und dem Publikum wünsche ich natürlich, dass sie diese Erlebnisse in dem gleichen Maße genießen können, wie wir es tun, wenn wir für das berühmte und liebevolle japanische Publikum spielen und uns die gleiche Leidenschaft entgegenbringt, die wir versuchen, mit unserem Herzen hier zu transportieren.